So Jungs, der ein oder andere hat es wahrscheinlich schon bemerkt, das hier ist das zweite Infovideo über Season 6, das heute kommt, das letzte Infovideo, da die Anstellung, da waren viele, viele nicht mehr zufrieden, deswegen kommt jetzt ein neues, wo der Server nochmal ein bisschen reworked wird, sodass alle Parteien ein bisschen mehr zufrieden sind. Also, los geht's. Ich habe mir das Ganze hier aufgeschrieben, die ganzen Einstellungen, zuallererst gespielt wird auf The Island. So, Allianzen sind ausgeschaltet. Die maximale Spieleranzahl in Tribes sind 5 Mann. Weight Scaling ist mal 5, das heißt, wenn man einmal Weight scaled, kriegt man nicht 10 Weight dazu, sondern 50. Flugdinos sind aus, der Giga ist an- und zähmbar. Erfahrungspunkte mal 4, Farming mal 10. Berge dürfen nicht bebaut werden, der Vulkanweg muss auch frei bleiben. Also generell, man darf nicht Leute daran hindern, dass sie zu den Bergen kommen, um Metall zu farmen. Also keine Turrets, keine Basen, keine Farmbasen, nix. Ansonsten gehe ich da hin und mache die weg und nicht dann irgendwie spreng da jede einzelne Struktur weg, sondern gebe dann einfach ein Clear Tribe Structure und dann werden alle Strukturen von dem Tribe einfach entfernt. Der Chat ist wieder auf Global umgestellt. Das war im letzten Infovideo ja anders. Der ist jetzt genau auf Global. DPVCP-Zeit beträgt sich immer noch von 14 Uhr bis 22 Uhr. Der Titanosaurus ist ausgestellt und das Brüten ist genauso lang wie das Taming. Das bleibt nämlich beides mal 4. Und die Third Person ist auch aus. Für die, die bis jetzt schon gespielt haben, der Server, der bleibt so wie er ist. Die Einstellungen werden einfach nur verändert und dann ist gut. Und zu guter Letzt noch Turrets und Planes dürfen auf oder können auf Plattformen gebaut werden. Das ist ganz cool und wichtig noch zu wissen. Dann in Höhlen darf auch noch gebaut werden. Ja, dann lasst knattern. Zu guter Letzt noch ein kleines Appell an alle so. Ich hoffe, dass das Klima auf dem Server diesmal noch ein bisschen besser werden kann als letzte Season, weil es einfach letzte Season wirklich, ja, da wurde es schon ein bisschen toxic-mäßig. Also ich habe Bock auf einen nicen Server, wo vielleicht auch nicht immer geradet wird, sondern wo man ab und zu mal raidet, der auch PvE-lastisch quasi ist. Weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Guck mal einfach, dass das Klima ein bisschen harmonischer ist quasi. Ich denke, da können wir alle was zu beitragen. Und in dem Sinne viel Spaß beim Zocken. Ich hoffe, es gibt den einen oder anderen Tribe, der sich jetzt doch noch freut und doch noch mitspielt. Und in dem Sinne sehen wir uns auf dem Server oder morgen beim Video. Haut rein, gute Nacht und ciao.